Hi und hallo erst einmal und herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Ja, wie man sieht, ich bin mal nicht auf einer Wanderung. Heute habe ich mir mal vorgenommen, wieder ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und es macht auch auf Anhieb direkt mal wieder Spaß, ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Aber die Kälte, ja, die ist natürlich auf dem Fahrrad ein bisschen unangenehmer, sagen wir mal so. Aber ich bin gut angekleidet und ja, pedaliere mich ein bisschen warm. Ich freue mich schon, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wo es heute hingeht. Ich fahre einfach vor meiner eigenen Haustür los und lasse mich überraschen, ja, wo es heute hingeht. Mal schauen. Ich denke mal, ich peile die Erft an. Fahre jetzt mal in Richtung Erft. Mal schauen, ob ich auch da hinkomme. Wie gesagt, ich fahre einfach drauf zu, Leute. Und wie immer nehme ich euch gerne mit. Unglaublich, Leute. Jetzt kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Die letzten paar Tage ist einfach nur alles bewölkt. Dauerregen. Man sieht es hier vielleicht an den Pfützen. Und es ist echt, ja, schon fast ein bisschen frustrierend, wenn man dann auf YouTube oder auf Instagram oder Facebook überall die Leute sieht, die posten ihre schönen Schneefotos, Schneelandschaften. Und ja, hier im Rheintal, hier bei Köln, ist einfach eine Suppe und das immer. Und dann noch mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn, also das muss ich mal zugeben, das geht auch nicht an mir spurlos vorbei. Ja, aber es bringt nichts rumzuheulen. Ich setze mich einfach aufs Fahrrad und fahre einfach, egal. Und was auch ärgerlich ist, ist momentan rege ich mich darüber echt auf, ist die GoPro 8, die ich hier habe. Ach, die geht immer so oft aus. Beim Wandern geht's noch. Also auch viermal pro Tour Minimum. Und dann ja, muss man das ganze Gehäuse öffnen, den Akku raus und dann wieder rein. Und dann geht es auch in der Regel wieder. Beim Fahrradfahren ist das ein bisschen blöd, da muss man immer anhalten. Und ja, ärgert immer einen sehr. Ne? Ja, und ich würde sagen, weiter geht's. Ich weiß immer noch nicht wohin, aber vielleicht ändert sich das gleich. Und ich bin jetzt auch in der Nähe von Frechen. Ja, ein bisschen hier an der Hauptstraße entlang. Die ist jetzt nicht so stark befahren. Hinten, die ist schon etwas mehr befahren. Und ja, jetzt geht es mal Richtung irgendeine Fabrikanlage. Ich glaube, das müsste Richtung Düren sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich denke mal, dann fahre ich Richtung Erft. Mal schauen. Irgendwie so diese Richtung peile ich jetzt mal an. Und wie man jetzt wahrscheinlich sieht oder gesehen hat, fahre ich jetzt auf dem Erftradweg. Ja, Richtung Euskirchen, Richtung Voreifel. Und ja, ich denke mal, ein bisschen Euskirchen oder tiefer in die Voreifel rein fahre ich nicht. Ich biege dann auch gleich wieder links ab in den Wald. Ich glaube, hinter mir liegt jetzt auch Erftstadt. Und ja, Leute. Endlich mal die Straße verlassen, endlich mal wieder, ja, angenehm rollen lassen. Aber hier merkt man auch direkt, der Wind ist wieder um einiges stärker. Und das ist dann immer mies für euch und auch für mich, wenn ich das Video bearbeite. Aber da verspreche ich euch, da wird es bald auch Besserung geben. Ich habe mir da so eine Funkstrecke bestellt von Rode, glaube ich, und dann noch ein Lavalier-Mikrofon, das ist so eins zum Anstecken, auch mit Windschutz. Und ja, da kann ich die Kamera drehen und wenden oder halten, wo ich will.
da muss ich die mir auch nicht immer so nah vors Gesicht halten und der Ton ist dann in der Regel immer gleich gut. Ich habe da schon einiges getestet momentan. Das habe ich ja schon, ist das dieses Aufnahmegerät, das H1N von Zoom. Nee, Zoom H1N, so nennt sich das. Ja, damit bin ich zufrieden. Das nutze ich dann oft, wenn ich zu Hause noch mal was einspreche. Aber wirklich gut im Wind ist es auch nicht. Aber gut, Leute, ich werde da noch einiges probieren. Und eins ist Fakt, der Ton wird bald besser sein. Ja, und jetzt auch hier an der Erft. Bestimmt ziemlich laut jetzt hier. Ja, die Erft hat momentan echt sehr viel Wasser. Ist ja klar, kommt hier aus der Eifel und dort schneit es momentan ohne Ende. Das sieht man auch hier am Wasser, ist sehr aufgewühlt. Man kann gar nicht den Grund sehen. Normalerweise kann man immer den Boden hier erkennen. Ja, auch ein sehr interessanter Fluss. Ich bin schon so oft hier auf dem Erftradweg entlang gefahren, ja, dass sich das für mich nicht mehr lohnt, den einmal komplett zu radeln. Aber ich habe mir überlegt, im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, auch mal wieder mit dem Kajak hier zu fahren. Und zwar aber unterhalb, da ist die Erft um einiges breiter. Und dort habe ich schon einige Videos gesehen, die ich sehr gut fand. Und ich war auch überrascht, dass man da überhaupt auf der Erft mit dem Kajak fahren kann. Natürlich mit dem Scoopy 1 ist es so eine Sache, weil der Boden, der Rumpf, ist jetzt nicht so stabil und da wird man auf jeden Fall hier an der Erft auch mal mit dem Grundboden, mit den Steinen in Berührung kommen. Davon kann man ausgehen. Gut, jetzt hier das Stück sieht man, ist ja schon fast wie ein Kanal. Aber die schlängelt sich auch schon öfters mal ganz schön durch die Landschaft. Leute, guck mal, ich bin alt geworden. Aber es ist sehr praktisch, kann ich euch sagen, im Winter. Ja, Leute, hier sieht man echt ganz deutlich, wie stark zurzeit die Erft ist. Ja, wollte eigentlich eben schon eine Pause machen, da bin ich aber weitergefahren. Dann kam eine Bank, wo man mit dem Rücken zur Erft gesessen hätte. So ein Schwachsinn, wer lässt sich so ein Blödsinn einfallen, Leute? Naja, dann bin ich zu dieser Bank gefahren. Hier ist keine Lehne, deshalb hier kann man sich das aussuchen, in welche Richtung man gucken möchte. Leute, wie man hört, ich bin echt sehr wählerisch geworden. Macht wahrscheinlich das Alter. Ich meine, egal, Leute, ich esse jetzt eine Banane. Ein richtiger Affe halt. Ja, das Gute zuerst, die Sonne kommt raus, aber ich habe gerade einen blöden Anfängerfehler gemacht. Und zwar habe ich mir die Handschuhe ausgezogen und ja, boah, mir frieren die Hände jetzt hier so dolle ein. Da muss man sagen, beim Wandern ist das anders. Da habe ich nie die Probleme mit den Händen, dass die mir einfrieren.
Gut, hier sind die ja immer auf dem Lenkrad. Kaum Bewegung in den Händen. Aber beim Wandern ist das anders. Da bewegt man die ja. Keine Ahnung. Kann das jetzt auch nicht so gut erklären, aber ja, da müssen wir jetzt durch, selber schuld. Meine Hände, meine Finger tauen langsam wieder auf. Und hier ist jetzt ein Schild, hört noch 12 Kilometer. Ja, ich denke mal, dann habe ich eine schöne kleine Fahrradrunde gemacht. Das nehme ich mir aber dieses Jahr mal vor, auch mal das Ruhrgebiet ein bisschen zu erkunden. Vor allem im Sauerland. Ja, da hat früher mein Uropa gewohnt. Ich kann mich noch erinnern, wo wir damals ja immer hingefahren sind und ihn dort besucht haben. Ja, auf jeden Fall ist das auch für mich interessant, diese Region für mich auch mal so ja zu entdecken. Es liegt schon so lange her, ich kann mich da ja nicht mehr viel erinnern. Ja, und das mache ich dann, denke ich mal, mit dem Fahrrad. Aber gut, erstmal hier die Runde zu Ende drehen, oder? Geht es auch unter die Autobahn durch? Frag mich jetzt nicht, wie die Autobahn heißt. Ich bin da echt nicht so mit dem Auto unterwegs, dass ich hier die ganzen Autobahnen vom Namen her kenne. So, jetzt hier am Chemiepark Knapsack. Jo, hier in der Nähe ist dann Bärenrad. Bärenrad ist ein kleines Dörfchen. Ja, das heißt Dörfchen, aber ein kleiner Stadtteil, der zur Hört gehört. Ich wohne sehr weit außerhalb in Efferen und das ist schon fast bei Köln, also ja, ein Kilometer oder zwei. Deshalb habe ich noch ein bisschen was zu fahren. Und damit sind wir jetzt auch im Bärenrad. Ja, jetzt habe ich es gar nicht mehr so weit bis nach Efferen. Und ja, geht gleich noch über Stotzheim, ist so ein kleines Dörfchen, dann ein bisschen noch über die Felder und ja. Und damit liegt jetzt auch Bärenrad hinter mir. Als nächstes kommt Gleuel. Hört Gleuel. Jetzt überlege ich, ich glaube, ich biege gleich rechts ab. Da muss ich nicht hier die ganze Zeit an der Straße entlang fahren. Ja, das letzte Stück fahren wir dann noch gemütlich über die Felder. Ja, und dort in der Richtung liegt der Otto-Meikler-See. So, ich biege jetzt auch rechts ab. Ja, und in der Region hat das schon wieder alles ein bisschen mehr Dorfcharakter. Deshalb haben wir uns auch damals entschieden, hier in diese Gegend zu ziehen. Noch sind wir in Gleuel, aber als nächstes kommt Stotzheim und dann hört Efferen. So. Und das hier ist jetzt auch nicht der schnellste Weg. Ich meine, auf die Schnelligkeit kommt es mir heute nicht an. Heute kommt es mir nur darauf an, ein bisschen unterwegs zu sein. Und ich dachte mir, ich nehme die GoPro heute mal mit. Und ja, ich fahre dann immer so ein paar kleine Geheimwege, wie ich es immer nenne, hier über die Felder. Das erinnert mich immer an meiner, ja, alten Heimat. Ich bin ja in der Voreifel, Eifel aufgewachsen, auf so einem ganz kleinen Dorf. Ich weiß, da gab es nicht mal eine Bäckerei.
Highlight in diesem Dorf war damals für uns der Kaugummiautomat. Mehr war da nicht. Und ein Spielplatz, ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, gut. Meine Frau, meine Kinder, die kennen das jetzt nicht so. Ich meine, meine Frau ist jetzt, ja, echte kölsche Mädchen, wie man hier so schön sagt. Ist in Köln-Nippes aufgewachsen und für die ist das schon hier, ja, so eine Dorfgegend, ne? In der Gegend, wo wir jetzt wohnen. Also in Köln sagt man schon ländliches Gebiet, wo wir wohnen hier in Hörth-Efferen. Ja, für mich ist das immer noch Stadt, aber immerhin, ich bin nicht so der Stadtmensch, besser als mittendrin. Ja, aber zum Einkaufen, zum Sachen erledigen ist das natürlich gut, weil wir keinen Autoführerschein haben oder brauchen. Ich zumindest. So, und jetzt muss ich erstmal ein bisschen warten hier an der Straße. Kann es ein bisschen dauern, ich melde mich. Und wie man sieht, dort liegt Efferen, bin jetzt auch wieder zu Hause. Und ja, hier wird einiges neu gebaut. Man sieht die ganzen Baukräne. Ja, wie man sieht, hier ist noch ein bisschen Platz. Da muss man natürlich noch ein paar Häuser drauf bauen. Na gut, ich würde sagen, mir hat es Spaß gemacht, mal wieder mit dem Radl rauszufahren. Hier in diesem, ja, ungemütlichen Wetter, in diesem Wind, bei dieser Kälte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns wieder auf dem Rheinsteig. Für mich schon morgen. Für euch weiß ich noch nicht, wann ich das hochlade. Erstmal muss ich es laufen, ne? Na gut, Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.